Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute im Auftrag der E-Mobilität unterwegs. Und zwar fahre ich jetzt nach Bremen-Blumenthal zu Dennis Wittus, denn der zeichnet heute die 27. Folge von Moin Tesla auf. Das ist ja seine wöchentliche News-Sendung rund um die Elektromobilität. Und da bin ich eingeladen und werde mit ihm so ein bisschen schnacken und mal gucken, was er mich so fragt. Geht sicherlich auch um den E-Day in Blumenthal, der ja im September stattfindet. Dazu mache ich auch noch ein Video mit der Ankündigung. Und ich nehme euch heute mit. Ihr seid quasi hinter den Kulissen mit dabei und könnt mal gucken, welche Magic bei Dennis in seinem Studio stattfindet, wenn er die Sendung Moin Tesla aufzeichnet. Bis dann. So, erfolgreich angekommen, Hammer Heimtex-Mark in Blumenthal. Jetzt haben wir hier die Schnellladesäule von Dennis Wittus, beziehungsweise von der SWB auf dem Parkplatz von Dennis Wittus. Und wenn ich schon mal hier stehe, dann schließe ich mich da natürlich auch an. Ein bisschen Saft kann man ja immer gebrauchen. Aber AC natürlich nur. Schön langsam laden. So, lädt. Jetzt wollen wir mal gucken, wo ich hin muss, damit ich das Büro von Dennis auch finde. Ich glaube, ich muss erstmal in den Markt und da frage ich mich, glaube ich, mal durch. Moin. Moin. Wie bei Dennis. Hallo. So. Treten wir hier die heiligen Hallen von Dennis Wittus Studio. Die Hammerhistorie. Hier ist es schon mal nicht. Hier ist es auch nicht. Guten Tag. Also der hat gesagt, sei eine... Moin. Guten Tag. Jens. Hallo. Grüß Hallo dich. Dennis. Herzlich grüß willkommen dich. Hier. Stefan. Hallo. Hallo. Jens Moin. Zippel. Moin. Mein Praktikant. Ja. Hey, cool. Ich habe keinen Praktikant. Ich bin der Elten. Aber ich komme gerne mal rum, ist kein Problem. So, wir sind jetzt hier bei Dennis Wittus im Büro und wir haben heute ganz viele Gäste in seiner Sendung. 4 Leute und es passen aber nur 3 hinter seinem Schreibtisch. Also müssen wir gleich einen fliegenden Wechsel machen, das wird bestimmt lustig. Ich würde jetzt hier jetzt ja nicht wie Ferenczky in die Kamera drängen, aber jetzt werden hier alle im Prinzip eingenordet, wie das in meiner Sendung läuft. Also, das ist ein sehr hartes Regime hier. Genau. Das ist das Mikro, was ihr bekommt, weil ich nicht alle verkabeln kann. Das ist übrigens mein neuer Praktikant, das ist der Stefan. Den kennt ihr vielleicht schon aus dem Video, wie versichere ich meinen Tesla. Und erzähl mal, du gehst jetzt nach Costa Rica und willst YouTube machen. So ist der Plan, genau. Und da habe ich gedacht, Dennis, bist du der Richtige, der mich mal dazu coachen kann. Genau, und er ist jetzt mein Praktikant und wird gnadenlos ausgenutzt von mir. Da wir mehr als zwei Leute sind und wir nur 2 Funkstrecken haben, nehme ich die eine Funkstrecke und ihr kriegt das Mikro. Da redet ihr bitte so rein und reicht das weiter. Wir sind ja Profis. Und bitte haltet euch kurz und knapp, damit ich mit meinen Fragen dazwischen kommen kann. Also macht bitte ab und zu mal eine Pause. Ne? Besonders Peter, bei dir komme ich ja beim Schnitt manchmal gar nicht dazwischen. Selber schuld. Gut. So, und jetzt trinken wir erstmal zusammen einen Kaffee und besprechen Moin Tesla für morgen früh vor. Wir zeichnen nämlich einen Tag vorher auf. Und das ist jetzt geheim. Aber ihr seht ja die Sendung gleich. Thank you.
So, und das müsstet ihr gleich den Zuschauern so erzählen. Ich habe es jetzt nicht behalten. Kannst du es nochmal wiederholen? Ja, also du hast geschrieben. Ich habe es nicht nochmal. Jemand, der noch kein Video von euch gesehen hat. Ja. Welches Video soll er sich angucken? Das verlinke ich dir. Das ist schwierig zu entscheiden. Es gibt so viele. Alle sind gut. Ja. Oh je. So, und dann müssen wir, weil da zu eng ist, und dann müssen wir einen fliegenden Wechsel machen. Also einmal haben die euch da gesehen, eure Kanäle, und dass sie euch da wiedererkennen. Und dann müsst ihr die Plätze irgendwie räumen und dann kommt Peter als Hauptveranstalter. Ey, wir machen auch nochmal vorher Pipi, oder? Ja. Ja, der Kaffee. Und ist die Toilette. Ihr seht, wir können hier aber ja noch 20 Minuten sitzen, während ich da mit der... Hör auf, zu spielen. Soll ich mitkommen? So. So, sehe ich gut aus? Glänzt irgendwas? Ich glänze immer, ne? So, und wir müssen hier dicht zusammenrücken, damit wir da gut in der Kamera sind. Auf der bist du perfekt drauf, auf der kannst du sehen. Ja. Ja, okay. Und er steht jetzt draußen dran. Was steht jetzt auch noch? Ja, leuchtet ein rotes Licht. Jetzt eine von den Assistenten steht jetzt draußen im Film von er. Das wäre auch nochmal gut. So als Gag. So, und jetzt müssen wir alle Kameras anmachen. Ja. So, darf ich einmal um Ruhe bitte? Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ich begrüße euch zu meiner Comeback-Sendung von Moin Tesla. Und ich habe Live-Publikum hier. Vielleicht meldet sich mal das Live-Publikum. Hey. Ja, und ich filme sie mal. Also 3, 2, 1. Die Gäste heute in meiner Sendung sind Jens Zippel, da in der Mitte, Peter Nowak und Stefan Schwung. Und da möchte ich auch schon meine ersten beiden Gäste hier begrüßen zum Thema E-Day. Kommt mal nach vorne, Jens und Stefan. Moin Dennis. Moin Dennis, moin. Moin, moin. So, dann müssen wir erstmal zusammenrücken und die Kamera hier so ein bisschen aus. Denn so, Jens. Ja, hallo Dennis. Du bist auch ungefähr vor einem Jahr angefangen. Ja, ziemlich genau. Also ich habe vor einem Jahr meinen Tesla gekauft, aber vorher fing meine Historie mit der Elektromobilität schon ein Jahr früher an. Und zwar haben wir 2017 schon auf eine Zoe umgestellt, das heißt als Stadtauto. Und das hat mich halt so begeistert. Wir fuhren halt vorher zwei Verbrenner, ein Auto meine Frau, ein Auto ich. Und nachdem ich die Zoe gekauft hatte, für mich eigentlich als Stadtauto, wollte die immer meine Frau fahren und ich habe die nie wieder gesehen. Und irgendwann habe ich gedacht, Mist, ich will auch elektrisch fahren, weil das macht einfach so einen Spaß. Und habe mir dann ein Jahr später den Tesla gekauft. Und seitdem ich den Tesla habe, habe ich den Kanal, also seit Ende September 2018. Und bin jetzt bei, ich glaube, 4150 Abonnenten ungefähr. Genau, 55. Hast du ich habe eben geguckt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin ein gut vorbereiteter Journalist, aber ja, haben wir geschafft. So, das war der Blick hinter die Kulissen von Dennis Wittus, Moin Tesla, Folge 27. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich weiß. Tschüss, ich mache den Ferenczi, aber... Der Crash wieder hier in meinem Video, der Dennis. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren, wie schon erwähnt. Und schaut beim nächsten Video wieder rein. Macht's gut, ciao.